Einen wunderschönen guten Tag. Wir wollen heute mit unserer Einführung zu den Netzen weitermachen. Und zwar wollen wir versuchen, eine Begründung für eine Installation, für den Ankauf eines Netzes zu geben. Gell? Und es ist ja so, dass man privat mal tun und lassen kann, was man will, gell, und was die Brieftasche hergibt. Gell. Im betrieblichen Umfeld muss man seine Entscheidungen ja begründen. Gell, und wenn man da ja ist ein Chef hat, der da ein bisschen genauer nachfragt, dann muss man das erklären. Gell. Und da kann man ihm einiges erklären, warum man ein Netz braucht. Gell. Heute ist das normalerweise nicht mehr notwendig, gell, aber ja, das kann schon passieren, dass jemand hier etwas kleinlich ist, gell? Ja, das ist mal grundlegend. Warum brauchen wir im Betrieb ein Netz, gell? Also da kann es mal ganz klassisch sein, dass man Dateien gemeinsam nutzen will, gell? Also wenn viele Leute im Betrieb arbeiten, gell, hat man einen Dateiserver oder Fileserver und dort sind Dateien eben gespeichert, gell, Dateien, an denen man arbeitet, gell, also jetzt nicht, das muss nicht die MP3-Sammlung sein, die man sich irgendwo gemacht hat, sondern das sind dann Dateien, an denen Leute gearbeitet haben, gell. Und auch so eine kleine Wirklichkeit wie die Verwaltung unserer Schule, gell, da haben sich im Laufe der Jahrzehnte so viele Dateien angesammelt, gell. Also das, da findet man alles Mögliche, gell? Da findet man alle Ausschreibungen und Einkäufe, gell? Da findet man irgendwelche Dokumentvorlagen und, gell? Also da ist sehr viel geschrieben worden, gell? Und naja, wenn das jeder machen würde und dann bringt das zu Papier und dann wird die Datei vergessen, gell? Dann wäre das nicht gut, gell? Das Ganze ist dann auf dem Dateiserver zugänglich, gell, und ist dann für alle, die in der Verwaltung arbeiten, dann auch verfügbar, gell. Das ist dann eine praktische Sache. Ist natürlich auch ein bisschen gefährlich, wenn da alle herumarbeiten, gell, passiert auch dann mal das eine und das andere, gell. Aber erstaunlicherweise wenig und es funktioniert gut, gell. Ja, das sind klassische Dateien. Es kann aber auch sein, dass wir Datenbanken haben, gell? Und Datenbanken, wenn man sie nur auf einem PC laufen lässt, gell, dann sind Datenbanken nur halb so nützlich, gell, als wenn sie im Netzwerk verfügbar sind und wenn da mehrere Leute dran arbeiten können, gell? Also das kann zum Beispiel Popcorn sein, gell? Also Popcorn, das ist seit inzwischen langen Jahren, gell, eine Schülerverwaltung, die es in Südtirol an den Schulen gibt, gell, und dort werden die Schüler verwaltet, gell, und sie werden dann nicht an der Schule verwaltet in der Datenbank, sondern sie werden von der Provinz zentral verwaltet, gell. Und wenn sich jemand einschreibt in die Schule, dann landet er im Popcorn und wird dann von Jahr zu Jahr weitergegeben, gell, und seine ganze Schulkarriere ist dann in Popcorn, gell? Das ist eine feine Sache, gell? Funktioniert recht gut. Es ist nur zu hoffen, dass es für immer und ewig verfügbar sein wird, gell? Weil manchmal kommt es vor, dass Leute nach Jahrzehnten kommen und von der Schule irgendwelche Bestätigungen brauchen, gell? Also es gibt zum Beispiel in Deutschland, gell, dort geben Leute, wenn sie in Pension gehen, irgendwie ihre Schultage an, gell. Also das gibt es in Italien nicht, gell. Also in Italien wird angegeben, was man gearbeitet hat, nicht was man zur Schule gegangen ist, gell. Aber es ist interessant, gell, ich weiß nicht, wie das funktioniert und warum das funktioniert, gell, aber manchmal kommen Leute, die vor der Pensionierung stehen, in Deutschland arbeiten und von der Schule eine Bestätigung ihrer Schultage brauchen, gell. Okay, also muss man mal suchen gehen, gell? Ja, weil wer ist denn der? Den kennen wir ja nicht mehr, gell? Das ist schon zu lange her, wenn er vor 50 Jahren mal hier war, gell? Und naja, wenn wir jetzt mal in die Zukunft denken, gell? Ich hoffe nur, dass Popcorn in 50 Jahren noch funktioniert, gell? Weil sonst haben wir ein Problem, gell? Also, ich werde das Problem dann nicht mehr haben, weil ich selbst dann in Pension bin, gell? Aber wer dann hier arbeitet, gell? Der kann dann nicht
mehr einfach ins Archiv gehen und alles holen, wenn die Dinge hier zentral in der Datenbank liegen, gell? Ja, was anderes, ein anderes Thema. Software im Netz, gell? Ja, Software, gell? Software, denken wir immer, ja, sind irgendwelche Programme, installieren wir, benutzen wir, fertig, kein Problem, gell? Ja, wenn wir im betrieblichen Umfeld arbeiten, können wir das auch so machen, gell? Also wir kaufen eine Software, installieren sie, gell? Aber wenn wir sie zweimal brauchen, müssen wir sie zweimal kaufen, gell? Normalerweise, gell? Also, ja, kaufen wir sie zweimal, gell? Und wenn wir aber im betrieblichen Umfeld eine Software oft brauchen, dann müssen wir sie oft kaufen und oft installieren, gell? Das ist, haben wir ein Netz, gell? Dann kann das vielleicht anders funktionieren, gell? Wenn eine Software so geschrieben wurde, dass sie im Netz gut funktionieren kann, gell? Dann ist einmal, ja, diese Installation, die technische Seite, ganz anders organisiert, gell? Und man kann eine Softwareinstallation und Verteilung dann auch zentral organisieren, gell? Das kann dann eine feine Sache werden, gell? Und was auch interessant ist, gell? Also Software im Netz kann auch einen anderen Preis haben als einzelne Software, gell? Also wenn man Software für ein ganzes Netzwerk, für einen ganzen Betrieb kauft, gell, muss das nicht unbedingt gleich viel kosten wie n mal die Einzellizenz. Gell. Also da hat man normalerweise andere Preise und andere Modelle. Gell. Ja, und was auch interessant ist, im Netz ist man auch irgendwo einen Schritt weiter gegangen und man denkt nicht mehr nur an Software, die man lokal installiert, als ein klassisches Programm, sondern man denkt auch an Dinge, die wir heute als Cloud bezeichnen würden. Gell? Also irgendwo Netz, das uns Software anbietet. Gell? Und zwar egal, wo wir sitzen. Gell? Und da hatten wir schon vor Jahrzehnten so Dinge gehabt, wie zum Beispiel die Java-Applets. Gell? Also hat man sich sehr viel versprochen, ist dann ein bisschen untergegangen. Gell? Sind so die clientseitigen Skriptsprachen kommen, die dann auch so ein paar Sachen ermöglicht haben. Heute auch eventuell HTML5 oder so, gell? Ist ganz interessant, dass eine Sprache da so aktive Elemente hat, gell? Mit denen man dann etwas machen kann, gell? Also, es gibt hier mehrere Dinge, die es erlauben, an Software aus dem Netz zu denken, gell? Und etwas, was jetzt eigentlich recht, recht neu ist, gell, ist diese Sony PlayStation 5, gell, und ja, da soll es doch tatsächlich ein Modell ohne Festplatte geben, gell, also keine Software auf der PlayStation, gell, sondern die Software immer aus dem Netz, gell, also, ja, ist ein interessantes Konzept, gell, also braucht man viel Netz dafür, gell, ja, oder ein anderes Konzept, gell, also Android oder iOS, die haben ja diese App-Modelle und diese App-Stores doch hier erstmals vor doch einigen Jahren dann angeboten, gell? Und ja, heute hat das Microsoft auch da seit Windows 8, glaube ich, gell? Doch schon ein paar Jahre, gell? Aber also wirklich populär ist das ja mit Android und iOS geworden und alle kennen es deshalb, gell? Und ja, hier hat man auch ein Modell, wie man Software verteilt, gell? Und hier hat man diese zentralen Punkte und wer diesen Softwaremarkt kontrolliert, der hat natürlich auch Macht über die Geräte, gell? Weil wer macht sich auf dem Telefon schon die Mühe und geht sich von sonst wo Software holen und installieren, gell? Also das ist etwas, was man, ja, was viele überhaupt nicht machen, gell? Also die meisten Geräte haben ihre Gesamtheit der Software von diesem zentralen Marktplatz hier, gell? Und ja, egal ob Android oder iOS, gell, da ist ja Microsoft mit seinem Windows ein bisschen anders, gell? Also dort wird sehr viel klassisch installiert und weniger aus diesem Repository, gell? Gell? Ja, jetzt um die Wahrheit zu sagen, Android und iOS waren nicht die ersten, gell? Das hat es vorher schon auch gegeben, gell? Also wenn wir da zurückgehen, die Linux-Distributionen, gell? Also lange vor dem Jahr 2000, hat es die Repositories gegeben, gell? Und
Ja, sowohl in der Debian-Welt als auch in der Red Hat-Welt hat man dann verschiedene Paketformate gehabt, gell, und hat die Software aus diesen Repositories hier geholt, gell, also ja. Dann ein weiterer Schritt, gell. Oft spricht man nicht von Software, sondern vom Dienst, gell. Und der Dienst ist irgendwo mehr an die, ist auch Software, die wir benutzen, gell, aber dieser Dienst ist mehr an die Tätigkeit gebunden, gell. Also man sagt ja nicht, ah, ich benutze dies oder dieses Programm, sondern ich mache dies oder jenes, gell. Und ja, solche ganz klassischen Dienste, gell, da denkt man nicht so dran, gell, aber die braucht man immer wieder und die benutzt man dauernd, gell. Also das kann irgendwo sein, ja, E-Commerce, gell. Also wenn wir jetzt im Lockdown sind und nicht mehr einkaufen können oder sollen, gell, also da machen viele kein Problem daraus, gell, zücken die Kreditkarte und gehen halt irgendwo online bestellen, gell. Und nicht vergebens verdienen sich die Online-Händler dann eine goldene Nase dabei, gell. Also, naja, das Ganze, der eine sieht es als Vorteil, weil man hier billig einkauft, der andere ist nicht so glücklich, gell, weil der Onlinehandel natürlich nicht irgendwo in der Gemeinde oder in der Provinz seine Grenzen hat, sondern online ja, kaufe ich von überall her und am nächsten Tag habe ich das schon, gell. Also das ist etwas, ja, was bestimmte Grenzen sprengt und auch Liquidität irgendwo hinbringt, gell. Und ja, im E-Commerce selbst teilnehmen, gell, ist dann, naja, ist zwar möglich, gell, aber da muss man sich dann auch einen Markt finden, eine bestimmte Größe haben, gell. Und wir in unserer kleinen Provinzrealität hier, gell, können zwar bestimmte Nischenprodukte online recht gut vermarkten, gell, aber jetzt so wirklich den großen Online-Handel ankurbeln, gell, das ist nicht so einfach, gell. Also da ja, braucht es schon ein bisschen was dazu, gell. Ja, was anderes, was auch die Welt verändert, ist dieses E-Banking, gell? Also heute ist so, dass man ja immer seltener in die Bank geht, um irgendetwas zu machen, gell? Also ja, früher ist man in die Bank gegangen, um Geld zu beheben oder Geld einzulegen, gell? Also die Bank war ein Aufbewahrungsort des Geldes, gell? Damit man das Geld nicht zu Hause unter der Matratze irgendwo versteckt hat, gell? Und ja, da wollte man Geld, da musste man zur Öffnungszeit der Bank hingehen und dann hat man es bekommen, gell? Und hat man dann Geld verdient, musste man es hinbringen in die Bank und dort einlegen, gell? Also das, ja, das ist etwas, was eigentlich noch nicht so lang her ist, dass das alles überwunden ist, gell? Also das Gehalt nur mehr an Bankkonten überwiesen werden, gell? Oder auch die Rente, gell? Also ja. Also es gibt ja heute noch Pensionisten, die ihre Rente in der Post abholen gehen, gell? Also da. Und das E-Bankings geht eben einen Schritt weiter, gell? Ich sage, naja, ich mache so viel wie möglich elektronisch, da muss ich überhaupt nicht mehr hingehen, gell? Also ich da mache ich die Überweisungen selber, gell? Also ich gehe die Kontrollen machen, gell? Also Geldbehebungen, naja, kann ich zwar noch machen, gell, wenn ich will, gell, gehe ich zum Bankomat, gell? Und ja, aber normalerweise sagt der Staat, soll man immer mehr elektronisch mit Karte bezahlen oder mit ja, irgendwelchen anderen elektronischen Mitteln, gell? Also das, ja, und es gibt Folgen, gell? Und die Folgen ist, dass die Bankfilialen weniger werden, gell? Also es gibt immer weniger Arbeit dann auch auf den Banken, gell? Oder in den Banken. Das ist ja, das passiert damit, gell? Ja, oder was anders? E-Government heißt das Ganze, gell? Das E-Government, das ist ja, ein großes Wort, gell? Es geht nicht um die elektronische Regierung, gell? Es geht darum, dass man den Leuten eine elektronische Schnittstelle anbietet, gell? Also das Ganze, ja, ist dann ja, ist für viele fein, gell? Für andere auch ein Hindernis, genau wie dieses E-Banking, gell? Also wer kein Internet benutzt, gell, und nicht irgendwo dem ja, ein PC hat und so, gell? Also der hat dann auch ein Problem mit diesem E-Banking und dasselbe ist mit dem E-Government, gell? Also wenn E-Government, gell, wenn ich da bestimmte Dinge nur mehr online machen kann und einen Speed brauche oder eine aktivierte Bürgerkarte, gell, dann ist das
ist das vielleicht für den einen feiner, für den anderen natürlich ein Aufwand, gell? Also wenn jemand die Einschreibung in die Schule nur mehr elektronisch machen kann, so wie das eben ist, gell? Dann ist das für viele kein Problem, gell? Aber für manche ist es ein Problem, gell? Oder wenn, es kann auch ein Vorteil sein, gell? Also E-Government, gell? Wenn die Schuleinschreibung elektronisch erfolgt, gell? Dann kann jemand, der auch ja, zum Beispiel im Pustertal zu Hause ist, sich eine Fahrt nach Bozen dann irgendwo vermeiden und ersparen. Gell? Macht er die Einschreibung, das war erledigt. Gell? Also das kann dann auch helfen, gell? Zeit, Geld und CO2 zu sparen. Gell? Und ja, in Südtirol haben hier dieses Portal, dieses My Civis dafür dann auch aufgebaut. Gell? Und hier ist alles Mögliche mit drinnen. Gell? Also die Schuleinschreibung ist etwas, was eure Eltern dann über MyCivis gemacht haben, gell? Oder etwas anderes ist die Einschreibung in die Mensa der Gemeinde Bozen erfolgt auch nur mehr elektronisch, gell? Deshalb da kommen immer mehr Dinge, die man eben nur mehr elektronisch machen kann, gell? Das ist, oder was ich letzthin gehört habe, gell, in Bozen haben wir die Erneuerung der Identitätskarten, gell, also der Ausweise, gell, muss man mit über Speed dann einen Termin anfordern, und wer kein Speed hat, der hat ein Problem, gell, also da, ja, das, ja, es wird immer mehr zur Normalität werden, gell, oder die elektronische Börse. Jetzt ist die Börse etwas sehr Abstraktes, weit weg, gell, und so, gell. Aber es gibt viele Leute, die haben mal ein paar Papiere oder so gekauft, gell, und die denken immer, ah, da ist einer an der Börse und der geht da handeln, so wie man das in Filmen sieht, in den alten Filmen, gell. Da geht es dann wild zu, gell, und reine schreit und kaufen und verkaufen und so, gell. Aber in Wirklichkeit gibt es das nicht mehr, gell. Also die Börse ist nur mehr elektronisch, gell. Also jemand kann nur mehr über die Software-Schnittstelle, über bestimmte Dienste etwas ankaufen und verkaufen, will er es physisch machen, gell, muss er vielleicht in eine Bank oder ja, in irgendeine Investmentbank auch gehen, wenn er will, gell. Und dort kann er physisch mit jemand reden, gell, aber es gibt niemand mehr an der Börse dann den Handel durchführt, gell. Also die Börse ist doch ein symbolischer Ort geblieben, aber dort ist niemand mehr, gell. Mhm. Ja, oder was anderes, gell? Also etwas, das, ja, das steht irgendwo am Beginn, die Telemedizin, gell? Also wenn man ja bestimmte, vielleicht auch chronische Erkrankungen hat, so, dann kann es interessant sein, wenn einem der Doktor so regelmäßig Abstand so kleinen Besuch erstattet, gell? Aber dieses physisch Vorbeischauen des Arztes, gell, das ist etwas, was man, ja, in Notsituationen vielleicht bekommt, gell, aber nicht irgendwo zu überwachen. Gell. Also geht man dann entweder ins Ambulatorium des Arztes, gell, oder man kann sich vorstellen, dass der Arzt zu einem nach Hause kommt, gell, und einmal ins Auge schaut oder einmal da ja, ein bisschen ja, Blutdruck misst oder irgendetwas. Gell. Also hier sind wir am Anfang einer Tendenz. Gell. Also das ist noch nicht gegessen. Gell. Oder da stimmt was nicht, gell? Also es geht um die elektronischen Buchungen, Buchen im Tourismus, gell? Also, ja, Südtirol, Land der Berge, gell? Und der Täler und der Berge und der Seen, gell? Und zum Glück gefällt es vielen Leuten, gell? Und sie kommen zu uns und sie bleiben mal ein bisschen bei uns und dann gehen sie wieder nach Hause, gell? Aber es ist so, früher ist dieses Buchen oft, ja, telefonisch gemacht worden oder sogar mit Brief, gell? Jemand hat einen Brief geschrieben, gell, und hat dann das Hotel geschrieben und hat gesagt, ich möchte gern bei Ihnen buchen, gell? Und das ist dann auch über Brief dann vielleicht bestätigt worden, gell? Oder dann irgendwann vielleicht mit Fax oder so, gell? Oder das ganze rundherum das Messegeschehen, gell? Tourismusmessen hat es gegeben, gell? Da haben sich die Touristiker, gell, angeboten oder so, gell? Also, oder in Südtirol, da gibt es die Freizeitmesse, gell? So irgendwo um den 1. Mai herum gibt es die Freizeitmesse und wer dorthin geht, der findet alles Mögliche über Freizeitsport und Camping oder ja, und da sind auch irgendwelche Tourismusdestinationen dann, die ihre
Angebote bringen, gell? Aber all diese Sachen, die verschwinden gerade, gell? Also das ist so, wenn man heute so eine Tourismusmesse besuchen, gell? Oder auf der Freizeit diese Touristiker hier ja, besuchen, schauen, was sie da anbieten oder so, gell? Dann ist das irgendwo, ja, das kann jedes Mal das letzte Mal sein, dass die kommen, gell? Weil das ganze Buchung, die ganzen Buchungen und alles zusammen, das ist alles ins Netz, gell, das ist alles nur mehr ein Dienst, gell. Und ja, gell, oder was anderes, gell, also die ganzen ja, zwischenmenschliche Kommunikation im Netz, gell. Also da, also eines der ersten Dinge zur Kommunikation im Netz, das war der Maildienst, gell, also die E-Mails, gell, also die sind so circa 50 Jahre alt, gell. Also dort hat man noch nicht mal Internet gehabt im heutigen Dienst, dort hat es nicht mal diese BIP gegeben, sondern wir waren im ARPANET und haben E-Mails verschickt, gell. Gell, oder ja, das ganze Instant Messaging, gell, also das ganze Zeugs da mit ja, Signal oder Telegram oder so, gell, also das Ganze, dass man sich da Nachrichten schickt, gell, und Herzchen schickt oder so, gell, dieses Instant Messaging, gell, das ist da alles eine, ja, eine Kommunikationsform, gell. Es ist ja jetzt zwar nicht neu, gell, aber die Idee, dass man jemand was schickt, der andere kann das, er muss es nicht zeitgleich lesen, gell, sondern kann das auch ein bisschen später lesen oder so, gell. Es gibt es eigentlich schon länger, gell, und interessant ist, hat ja im Unix-Bereich, wo man auf einem Server gearbeitet hat mit vielen Terminals, da hat es so eine Instance Messaging in Unix gegeben. Talk hat es geheißen, gell? Hat man gesagt, Talk, da bestimmt der Benutzer auf dem Rechner, gell? Und hat den angetalkt, gell? Und dann hat man in der Shell einen unteren und oberen Teil gehabt, gell? Und wenn man geschrieben hat, gell, hat man halt in einem Teil hat man gesehen, was man selbst geschrieben hat, und im anderen Teil, was der andere geschrieben hat. Das war ein Talk dann, gell? Ja, also lange ist es her. Okay, oder? Ja, Chats, gell? Also wenn. Wenn auch viele, mehrere, nicht, also nicht Instant Messaging, wo zwei, sondern zum Beispiel Chat wie also eine Gruppe beim Instant Messaging, gell, und dann geht es da, geht es noch hoch, gell, also ist eine schnelle Sache dann, gell. Oder auch, ja, Videotelefonie, gell, also dass man sich nicht nur hört, sondern auch sieht, gell. Oder, ja, Videokonferenzen, gell, also dass man dann viele gemeinsam in so einer Videotelefonie drinnen ist, gell. Oder auch das, ja, es hat sich so explizit nie ganz durchgesetzt, und zwar das Telefonieren übers Netz, Voice over IP, gell, also ja, das Voice over IP sollte sich eigentlich durchsetzen mit der Idee, dass man Geld spart, gell. Aber naja, die Leute sind immer bereit gewesen, ein bisschen Geld fürs Telefon auszugeben, gell? Und heute ist dann so, dass man zu einem fixen Preis für ein paar Euro pro Monat halt doch einfach telefonieren kann, wie viel man will, meistens, gell? Und das hat halt auch dazu geführt, dass dieses Voice over IP ja, sich nie so ganz durchgesetzt hat dann, gell? Jo, dann gemeinsame Nutzung einer Ressource. Gell? Und ja, das Klassische ist der Drucker, gell? Also es gibt Leute, die sagen, ich brauche ein Netz, damit ich den Drucker gemeinsam benutzen kann. Ja, wenn das schon als Begründung ausreicht, gell? Super, gell? Also wenn nicht jeder Arbeitsplatz mit einem Drucker ausgestattet werden muss, sondern ich habe einen Drucker pro Büro oder einen Drucker am Gang oder so, gell? Dann ist das schon eine feine Sache, gell? Oder gemeinsame Ressource, das heißt Punkt 1, gemeinsames Benutzen von Dateien, gell? Also das ist dann ein gemeinsamer Server, gell? Oder was anderes, da denkt man gar nicht so dran. Gemeinsame Benutzung eines Internetzugangs, gell? Das war nicht immer selbstverständlich, gell? Also es ist gar nicht lang her, dort hat man bei der Installation eines Internets keinen Router bekommen, da hat man ein Modem bekommen, und das Modem, das war an einem Gerät, gell? Ja, und da hat man jetzt ein Gerät zu Hause im Internet gehabt, gell? Ja, und jetzt stellt sich auch mal vor, gell? Also da hat durch die Internetzeit dann nicht allen zur Verfügung standen gleichzeitig,
sondern nur dem, der auf dem Rechner war, gell? Und wenn die Mama gesagt hat, jetzt brauche ich das Internet, dann haben die Kinder nicht ins Internet einzusteigen gebraucht, gell? Also, oder wenn mehrere Geschwister waren, haben sich die Internetzeit geteilt, gell? Das ist ja nicht mal lange her, gell? Dass es solche Modems üblich waren und nicht die Router, gell? Also für einen Nachbar sollte man das nicht unbedingt teilen, gell? Also Internet, gell, ist eine private Geschichte und sollte dann nicht über die Wohnungsgrenze hinaus geteilt werden, gell? Auch wenn man damit vielleicht noch was sparen kann, gell? Aber schaut euch die Verträge an, gell? Also kein Vertrag erlaubt das, gell? Okay? Also Internet teilen im familiären Bereich oder auch natürlich, gell, im Firmenbereich, gell? Aber nicht mit der Nachbarschaft, gell? Ja, oder was anderes, gell? So kleine Netzwerkfischplatten, gell? So kleine NAS, gell, wo man einen Backup ablegen kann oder so, gell? Ist feine Sache. Ohne Netzwerk wäre das da ja umständlicher, gell? Da hätte man nur vielleicht eine externe Festplatte über USB oder so, gell? Aber wenn wir es über NAS haben, gell, dann kann das dort sein, gell? Und ich kann es jederzeit benutzen oder wir können das auch gemeinsam benutzen oder so, gell? Ja, oder was anderes, gell? Die Verteilung von CPUs im Netz. So, jetzt schon, wozu muss ich die CPUs im Netz verteilen, gell? Ja, wenn ich das Netzwerk benutzen will, um einen Großrechner zu bauen, dann kann ich das machen. Ich muss nicht unbedingt einen Großrechner kaufen, um einen Großrechner zu haben. Ich kann auch aus vielen kleinen Rechnern einen großen Rechner bauen. Und das ist ein Cluster, gell? Und jetzt kann man natürlich schimpfen und sagen, ja Moment, das geht ja nie, ich kann doch nicht übers Netz da mehrere PCs zusammenbauen und dann habe ich einen Großrechner, gell? Okay, stimmt, gell? Also es geht in der Form nicht, aber es gibt Situationen, wenn ich ein Problem gut parallelisieren kann, wenn ich das also gut auf die verschiedenen PCs dann verteilt habe, dann kann so ein Cluster auch eine interessante Sache sein, gell? Okay, das ist also vom Problem abhängig, gell? Gell. Also, aber es ist technisch eigentlich ganz lustig, dass ich aus kleinen Rechnern einen Cluster bauen kann, gell? Und es gibt auch Projekte, wo das zum Beispiel mit so kleinen Raspberry Pis gemacht wurde, gell? Da wurden diese so regalmäßig irgendwo installiert, gell? Alle um Stromversorgung bekommen, alle wurden vernetzt, gell? Und dann haben sie im Cluster an gemeinsame Sachen gerechnet, gell? Also, ja, zwar nicht unbedingt Rechenweltmeister sind sie geworden, gell? Aber philosophisch ist interessant, dass man so aus kleinen Chipkarten großen Rechnern einen großen Cluster gebaut hat, gell? Ja, oder was anderes, die Benutzerverwaltung, gell? Die Benutzerverwaltung, gell, die ist wichtig, gell, um jetzt Berechtigungen zu vergeben, gell, um Zugriffsschutz zu garantieren, gell, und man kann damit die Berechtigungen im Betrieb darstellen, gell, okay, also der Chef hat mehr Rechte als ich, gell, ja, so ist das, gell, und für viele dieser Dinge, die wir hier aufgezählt haben, gell, gehört die Benutzerverwaltung mit zur Grundlage, gell, ja, dann besonders, gell, also Unterhaltung habe ich da als Stichwort mal, gell, also das kann Musik sein, das kann Video sein, gell, können, wir haben oben von der PlayStation gelesen, können die Spiele sein, gell, also wir haben in der ganzen Unterhaltungsindustrie, gell, einen sehr, sehr großen Faktor inzwischen, gell, und naja, natürlich kann man Musik hören, ohne das Netz zu haben, gell, also Generationen von Leuten haben Musik ohne das Netz erfahren. Also muss man sich halt irgendwo hinbegeben und sich die CD kaufen, gell? Oder die Platte kaufen, gell? Kein Problem. Oder ein Video, gell? Also es ist noch nicht lange her, gell? Da hat es in Bozen an vielen Ecken und Enden einen Videoverleih gegeben, gell? Also, aber die Videoverleihs, gell? Also die haben alle geschlossen, gell? Ich weiß nicht, ob es noch in Bozen irgendwo einen Videoverleih gibt oder nicht, gell? Aber wahrscheinlich nicht mehr, gell? Also es ist vorbei. Wer bereit war, Geld für eine DVD oder fürs Ausleihen einer DVD zu bezahlen, gell? Wer also da von mir aus 4 Euro für ein Wochenende
für eine CD ausgegeben hat oder so, gell, der ist dann auch bereit, einen Streamingdienst zu bezahlen, gell, wo er einen ganzen Monat lang ganz, ganz viele Filme dann bekommt, gell. Und bei der Musik ist es halt auch so, gell? Also wenn wir auf der einen Seite für eine CD 20 Euro bezahlen oder so, gell? Dann sagt jemand, naja, also da für 20 Euro bekomme ich dann schon eine Weile einen Musik-Streaming-Dienst, gell? Und so ist es halt so, dass man Musik und Video immer mehr aus dem Netz hier bekommt, gell? Und naja, das mit Spiele aus dem Netz ist auch etwas, was erst am Anfang so steht, gell? Also es wird auch noch ausgebaut werden. Ja, nächster Schritt, irgendwo, ja, die ganze Welt ins Netz, gell? Also da, das sind Ideen ohne Ende, gell? Also einfach nur ein paar Stichworte, gell? Also Internet of Things, also dass man netzwerkfähige Geräte hat, gell? Also der Kühlschrank, der einkaufen gehen kann, gell? Also, oder ja, ich kann zu Hause irgendwelche Dinge haben, gell? Oder zum Beispiel auch, naja, IP-fähige Kameras, gell, werden zu irgendwelcher, ja, Überwachungsgeräten, gell. Ich kann jederzeit schauen, was zu Hause, was die Katze zu Hause macht, ob sie brav ist oder nicht, gell. Und, gell, also da kann man sich Dinge einfallen lassen, gell. Ist auch ein Sicherheitsproblem, gell, ist ein anderer Aspekt, gell. Aber es funktioniert, gell. Oder anderes ist ja Open Data, gell, dass man also bestimmte Dinge bereitstellt, die Daten, und dann kann man daraus einen Dienst machen und sie aufbereiten, gell? Zum Beispiel die ganzen, ja, diese SASA-Bus-Geschichten, dass ich sehe, wo die Busse gerade sind, das ist ja sehr interessant, gell? Also die Busse haben bestimmte Ortungssysteme mit, gell? Oder wenn sie an bestimmten Haltestellen vorbeifahren, dann merken sie, dass sie dort sind, gell? Und so weiß SASA, wo ihre Busse sind, gell? Oder auch andere Busunternehmen haben das inzwischen, gell? Und interessant bei SAS ist, dass man das auf der App anschauen kann, gell? Also auf der App lassen sie einem zuschauen, wo die Busse sind, gell? Manchmal funktioniert es besser, manchmal funktioniert es weniger gut, dann schimpfen die Leute, gell? Aber es ist interessant, dass es das überhaupt gibt, gell? Ja, oder Wetterdaten, gell? Also Wetterdaten sind eine interessante Sache, gell? Und wir sind ja voller Wetterstationen, gell? Und da können wir das abfragen, gell? Und können dann ja, können dann auch schauen, was das Wetter gerade macht, gell? Wo es regnet, gell? Wo es kalt ist, gell? Wo es unter Null ist, wo es schon gefroren ist, gell? Und das ist jetzt gerade in unserem Gebiet mit viel Landwirtschaft, gell? Ist das ein wichtiger Dienst, gell? Weil wenn es in der Nacht, gell, jetzt in den nächsten Monaten, wenn es da in der Nacht mal gefriert oder nicht, gell, dann kann das bedeuten, dass es im Finchgau Marillen gibt oder keine Marillen gibt eine ganze Saison, gell. Und ja, wenn auch die Obstblüte, gell, also ja, Äpfel sind zwar weniger empfindlich als die Marillen, aber es gibt halt viele Äpfel, gell. Und wenn es hier in der Nacht, gell, also auf 0 oder unter 0 sinkt, gell, dann, ja, dann ist das natürlich nicht gut. Und dann versucht man etwas ja, für zur Frostbekämpfung zu tun oder so, gell? Gell? Oder wenn ich morgen ja, wandern gehen will, ist halt fein, wenn ich schon die Wetterdaten vorher habe, gell? Also Wetterbericht oder so, Wettervorhersage, gell? Ja, das ist also alles rund ums Wetter, gell? Egal ob Daten abfragen, gell, von Wetterstationen oder so, gell, oder auch Vorhersagen und, gell. Also das ist sicher einer der Dienste, der populärsten Dienste, die wir in der Provinz haben, gell. Ja, oder was anderes, gell. Also das ist etwas, was steht so ein bisschen am Anfang, gell. Oder setzt sich vielleicht auch nicht so durch oder so, gell. Aber wir haben in Bozen ja so die Möglichkeit, Parkplatzbelegung irgendwo abzulesen, gell? Und das nicht nur in Bozen, sondern auch in anderen Städten. Man fährt in die Städte und da steht schon, ah, da und da so und so viele Plätze frei, gell? Und es wäre schon interessant, wenn das so auch so
in der Navigation dann wäre, gell? Also dann scheint du, ah ja, da ist kein Parkplatz, brauchst nicht mehr hinfahren, gell, im Navigator, gell? Und ja, wenn ich mich auskenne, dann sehe ich ja das und ich kenne die Parkplätze, gell? Aber wenn ich in einer fremden Stadt bin, dann sehe ich das nicht so, gell? Dann muss ich erst schauen, was ich mache, gell? Ja, das sind einfach nur so ein paar Gründe, warum und wieso Netze gebraucht werden, gell? Und neue Gründe, gell, kann man sich einfallen lassen. Gell? Also es ist interessant, dass Dinge ja immer wieder neu erfunden werden. Gell? Und, oder etwas, was man, naja, was eigentlich schon länger gibt. Gell? Also dass die Geschichte um Domotik, Haussteuerung, gell? Also Haussteuerung, dass man ja steuern kann, wann zu Hause die Heizung zum Beispiel einschaltet oder hochfährt, gell? Also bevor ich nach Hause gehe, sage ich, ja, gehe zu Hause so ein bisschen mehr heizen, dann ist es recht fein. Oder im Sommer umgekehrt, gell? Bevor ich zu Hause bin, sage ich, ja, gell, schalt mal die Klima ein bisschen ein, gell? Mhm, gell? Und, gell? Also da, oder wenn ich in Urlaub bin, kann ich zu Hause mal am Abend ein bisschen Licht machen, gell? Damit jemand meint, dass ich zu Hause bin, gell? Mhm, gell? Also da kann einem alles möglich einfallen, gell? Und das ist halt auch etwas, braucht man es nicht, gell? Also jemand lebt ein Leben ohne Domotik und ist genauso glücklich, gell? Das ist, kann man darüber streiten, gell? Aber das sind jetzt ein bisschen private oder betriebliche Dinge gewesen, gell? Es ist unweigerlich so, dass gerade im betrieblichen Umfeld die Netze immer wichtiger sind, gell? Und ohne Netze gar nichts geht. Gell? Also, ja, etwas, was ich da auch nicht jetzt gesagt habe, also Dienst im Netz, gell? Also alles, was die Agentur für Einnahmen inzwischen anbietet, gell? Auch für Betriebe, gell? Zum Beispiel, ich sage nur Stichwort elektronische Rechnung oder so, gell? Dass also die ganze Rechnungslegung alles schon direkt an Ort und Stelle ist bei der Agentur für Einnahmen und, gell, also da gibt es so viele Dinge inzwischen, das ist, ja, ist echt aufregend, gell. Ja, dann gutes Networking, würde ich mal sagen.